Alle Jahre wieder klopft der Weihnachtsmann an die Tür. Oder er kommt durch den Schornstein, um seine Gaben unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum zu legen. Dabei gibt es einige unter uns, die feiern in aller Stille. Und das ist wörtlich zu nehmen. So manches Portemonnaie ist schmaler geworden. Keine großartigen Geschenke, einen Weihnachtsbaum, den man sich eigentlich nicht leisten kann. Der Groschen muss heutzutage dreimal umgedreht werden. Ja, auch so etwas gibt es in einer Überflussgesellschaft. Dabei bedarf es nicht immer der materiellen Geschenke. Manchmal reicht es nur, aufmerksam zu sein, ein frohes Lächeln im Gesicht zu haben oder ein heiteres Gespräch am wärmenden Glühweinstand. Geben wir mehr Wärme und Liebe und machen wir unsere Mitmenschen glücklich, auch wenn wir sie nicht unbedingt mögen. Eine Kunst, die man lernen kann. Es bedarf nur eines Schrittes aufeinander zu. Ein Lächeln, ein freundliches Wort oder ein Gespräch des Trostes.